aber zu der Zeit, dass sein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Ein jeglicher in seiner Stadt, da machte sich auch auf Josef aus Galiläa. Aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war, auch dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinen vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, I'm
gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesagt.